Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio, und zwar C-Block. Ja, ich habe gesagt, ich bin ja schon mittlerweile froh, dass hier keine Monster sind, weil die hätten mich in regulären Spiel einfach nur überrannt. Ich habe mal wirklich lange Zeit einfach mal hier die Maschinen laufen lassen. Ich ziehe das gleich mal raus. Ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. So, und wir machen mal. Ihr seht auch, ich habe ein paar Steine einstecken. Das kommt auch noch raus. Auch rein. Und das kommt da rein. Das kommt auch wieder weg. Der ist. Die sind auch. Oh Gott, die nächste Kiste ist voll. Genau. Ha! Washington. So. Das heißt, ich habe mal schon mal 100 vorbereitet. Ich hatte mal Zeit, das zu machen. Dann haben wir schon mal ein paar Fläschchen. So, ich brauche die nächste Eisenkiste. Dann kommst du da rein. Und du kommst da rein. Das heißt, wir lassen dich schon mal laufen. Hier haben wir ein bisschen davon übrig. Das heißt, wir produzieren Kohle. Wir haben hier auch fast schon eine Kiste voll. Die ist auch schon wieder halb voll. Dann schmeißen wir mal dich rein. Aber ich möchte eigentlich, dass du das Zeug da abgibst. Dankeschön. Was haben wir denn momentan noch in der Kiste? 312 Stück von den Eisen. 100 Stahl habe ich schon einstecken. Und das Kupfer lasse ich mal drin. Brauche ich momentan nicht. Also, ein bisschen was gemacht. Und am meisten sieht man jetzt gleich, dass ich was gemacht habe. Wir haben 3.500 Sand. Das heißt, wir werden uns die Insel heute ein bisschen vergrößern. Minimalst. So, das machen wir jetzt auch gleich als allererstes. Runter. Perfekt. So, dann gehe ich jetzt aber auch gleich hier rüber. Jetzt noch mal wieder dusselig. Das ist scheißegal. Schluss verstellt. Dann machen wir jetzt 1, 2, 3, 4. Also, wie groß bist du? 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Brauchen wir noch Rohre? Machen wir es so. Kann jetzt sein, dass es schon wieder viel zu klein ist. Aber das Schöne ist, ich habe immer noch genügend Material. Das heißt, ich kann vielleicht sogar die Insel nochmal nach unten so richtig vergrößern. Und dann können wir eigentlich unten den Bereich mit einnehmen. So, das heißt, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ganz toll. Nochmal.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht. Ja, Grutze. Bin ich jetzt doof? Blöd zum geradeaus klicken oder was? Merkt das schon? Ich verbrauche dann meinen gesamten Sand, weil ich meine Dummheit ausgleichen muss. Ja, okay, kann man halt mit Sand aufwiegen. Haha. Ich weiß, der war schlecht. Sozusagen, ich habe einen ganzen Tag Factorio laufen lassen, um an den Sand ranzukommen. Und ich schaffe es in 5 Minuten, den Sand zu verbraten. Oh, sehr schön. Das Triarboretum Garden Processing. Dann haben wir Zement. Wir haben Basis Chemie. Wir haben. Gott, ey, ich weiß gar nicht, was ich als erstes nehmen soll. Problem ist, ich brauche das. Also eigentlich möchte ich ja gerne dahin. So, für das muss ich, ja, dann gehe ich mal, haha. Ja, dann machen wir das als erstes. Erforschung starten. Und ich mache noch was zweites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind 50 Stück. Hoffentlich reichen. So. So, das war die kleine Insel, ja. Denken wir schon im Hell. Dann haben wir jetzt eigentlich, ja, also unsere Insel doch dann gut erweitert. Immer noch 900. Also das heißt, wir könnten immer noch erweitern. Ja, ich mach das auch. Erstmal alles weghauen. Weil dann kann ich nämlich auch die Sachen gleich an die richtige Position setzen. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich da eigentlich an die Insel auch noch ran müsste, aber so viel Material habe ich dann doch nicht. Aber das ist ja kein Problem. Das haben wir dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, weil das wollen wir ja heute erreichen, dass die Produktion rapide zunimmt. So, dann haben wir das Zeug. Baum, noch mehr Holz. Das da. Könnte sogar noch reichen. Reicht. Super. Dann haben wir die Insel auf jeden Fall auch komplett integriert. So, und die Runde 36. Die lasse ich sicherheitshalber mal. Ich kenne mich.
Beziehungsweise im Moment. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 1,5. Jetzt sind 6. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ha! Haben wir die Insel auch? Wenn es nach mir gehen geht, werde ich jetzt dann hier nochmal diese Teile hier aufstellen. Aber das werde ich heute sowieso nicht schaffen. Die zum fertig zu machen. Also wir brauchen auf jeden Fall Electrolyzer. Electrolyzer Ware. Washing Plant, C4. Electrolyzer. Zwei Hammer. Dann hätte ich gesagt, dann mache ich mal gleich 6, dann sind wir bei 8. Das Problem ist jetzt gerade nur, fällt mir gerade so auf. Ich kann das nicht einfach ignorieren. Ach, verdammt. Wo ignorieren? Spaß macht. So, okay. Das heißt, wir haben jetzt. Ich hätte jetzt hier Fluid Control, das heißt, ich könnte hier Tanks mit reinsetzen. Coal Processing. Fluid Control. Ich brauche auf jeden Fall noch Blei. Ich brauche auf jeden Fall noch Zinn. Und Slag Processing brauche ich, glaube ich, auch noch. Dann hätte ich. Ah, genau. Dann machen wir als nächstes Sulfur. Das ist jetzt das nächste erste Mal, was wir produzieren. Und wir produzieren 2.0. Ich sehe schon wieder so lauter. Das ist ein Labor, glaube ich, ne? Ja, ich habe es wirklich nicht gesehen. Okay. Auf jeden Fall macht es Sinn, dass es da drin ist. Dann können wir mal das dann nochmal durchjagen. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einiges an Eisen produziert. Und ja, produzieren immer noch. Und ich habe auch noch das ganze ganz anderen Scheiß. Kurz oder lang. Machen wir dich jetzt noch gerade. Okay. Heißt das jetzt für mich, ich baue das schon mal alles hier ab. Holzprobleme haben wir ja momentan keine, dadurch, dass ich den zweiten Baum jetzt gerade gekriegt habe. Das heißt aber, ich muss jetzt erst einmal die hier erweitern.
Ja, 530 Stück. Dann machen wir mal gleich 10. Dann warten wir mal, bis das Labor fertig ist. Dahin. Ja, schaut so aus, als wären jetzt beide Labore genau 50 Päckchen drin. Wir sind jetzt doppelt so schnell mit der Erforschung. Meint ihr nicht, das wäre ein bisschen Gizmari? Wenn ich das Zeug tonnenweise da oben schon hab. Sehr schön. So, dann ziehen wir dich gleich komplett rüber. Okay. Den lasse ich jetzt nochmal fertig laufen. Die müsste jetzt gleich stehen bleiben. Sieht man das eigentlich gleich? Ja. Bewegt sich nichts mehr. Sehr schön. So, das heißt, wir haben jetzt das. Dann Slack Processing. Dann machen wir das als nächstes. Da glaube ich, kann ich dann meine Sachen individualisieren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Man wird alles kennenlernen. So, wenn ich jetzt nochmal einen machen müsste. Okay, der wäre. Nee, der wäre zu weit weg. Der wäre zu weit weg. Dann gebe mir mal bitte. Bam, 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 bam. Singen nicht. Da ist er. Die Algenfarm. Ich muss auf jeden Fall noch mal unten erweitern. Nicht mehr weiß ich, wo ich suchen muss. Das heißt, ich baue dich mal schnell ab. Ja, ich muss jetzt aufpassen. Das heißt, ich brauche nämlich auch noch mal hier Land. Weil sonst, ja, habe ich ja das Problem, dass ich nichts rausziehen kann. Ich jetzt so mache. Wärst du genau mittig. Ja, aber das ist ja nicht gerade intelligent. Wenn ich jetzt dich auch noch wegmache. Muss ich gerade mal gucken. Wenn ich jetzt dich hier hin mache, kriege ich dich auch noch hier hin. Genau. Kann ich hier durchquetschen. Dann habe ich hier meine Verbindung zu den Rohren. Dann lasse ich dich auf jeden Fall. Ja, wunderbar. So, dann haben wir jetzt schon mal die Forschung. Das heißt, mir fehlt jetzt noch Cold Processing, dann machen wir das als nächstes. 20, 30, 40. Schauen nochmal, ob ich noch ein bisschen Land habe, dass ich nochmal erweitern könnte.
wie gesagt, der Mist ist halt wirklich. Ich muss das da unten als erstes zum Laufen kriegen, weil wenn ich die ganzen Elektrolyt-Dinge anschließe, brauche ich definitiv wie ein Weltmeister Strom. Ja, und wenn ich natürlich den Strom dann nicht produziere und habe, dann kriege ich ein Problem. So. Den lasse ich jetzt noch einmal laufen. Wasserrohre hier abbauen. Ja, das lässt sich auch fertig laufen. So, dann wechsle ich mal hier auf Kupfer. Soll das erstmal durchlaufen lassen. Dich baue ich ab. Und ich brauche hier noch einen weiteren. Dann habe ich jetzt noch 108 Eisen. Das heißt, ich brauche Eisennachschub. Ja genau, Ziegelsteine sind das Problem. Aber ich habe einen Ofen, der sowieso gerade nichts zu tun hat. Zwei Öfen, die nichts zu tun haben. Da kann ich mal 200 Steine reinschmeißen. Schauen wir mal, ob er es schafft, durchzubrennen. Ja, das meine ich ja, ne? Weil wir brauchen ja alles für Stein, für dies, für jenes. Oh, sehr schön. Also Kohle, Kohle-Processing haben wir auch. Dann hätte ich jetzt gesagt, dann machen wir jetzt als nächstes Advanced Tin Smelting. Das heißt, ich habe noch 50, wie gesagt, und die nächsten 40 laufen schon. So, dann ist der nämlich jetzt auch durch. Kann ich dich auch wegmachen? So. Jetzt warten, bis der den zweiten fertig hat. Oder beziehungsweise, vielleicht geht es auch so raus. Das sind auf jeden Fall mal zwei. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Ich mache gleich 8. Das wird dann genau wie hier dem nicht aufgehen. Ah, doch. Sehr schön. Okay. Dann kann ich hier auch schon mal die Rohre setzen. Brauche aber nochmal neue. Was ich auf jeden Fall auch brauche, sind Förderbänder. Da habe ich nur noch eins. Produzieren wir auch mal ein paar. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt dann auch schauen, ne? Weil ich bräuchte von denen vier, die wo ich jetzt dann da habe, bräuchte ich ja nochmal vier. Weil das soll ja gleich sein. Das soll ja von unten und von oben kommen. So, aber ich brauche jetzt auf jeden Fall nochmal ein Land. Du kommst dahin. Und da kommt jetzt auch gleich wieder die Pumpe hin.
Und dann mache ich hier dicht. So, dann habe ich jetzt zwei Wege. Dann bedeutet das jetzt für mich, okay, das ist alles maximal. Okay, das ist länger. Das ist genauso. Genau. Dann habe ich dich ja jetzt noch als letztes. Brauche nochmal 5 Röhrlis. Schauen wir mal, ob wir nochmal ein bisschen Land haben. Lasse ich auch mal hier gleich 3 Stück produzieren. Ach, fast 100. Fast Nummer 4. Oh, was ich jetzt halt definitiv brauche, ist du kommst da raus. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Ich brauche nochmal 5. Schlimmer ist gerade, ich weiß gerade, was mir. Ich weiß gerade nicht, was mir als erstes ausgeht. So, dann heißt es jetzt, du musst hier hin und hier hin. Dann kommst du da. So, dann heißt es, du nimmst da und gibst da. Du gibst da. Du machst das genau andersrum. Du machst das auch andersrum. Das heißt jetzt, der gibt dahin, dahin. Dahin, dahin. Dann brauche ich jetzt meine Pipes. Und dann hätte ich gesagt, machen wir noch schnell die Erforschung vom Blei. Das heißt, ich habe das auf jeden Fall auch. Okay, dann haben wir jetzt, ja genau, ich muss jetzt nämlich erst schauen, wie ich das hier nämlich fabriziere. Du gehst auf jeden Fall nach oben und läufst komplett nach vorne. Dann gehst, nein, nach oben. Nach oben. Nach oben. Dann mache ich dich mal ein bisschen größer. So. Ja. Das ist ein bisschen eichweit weg. So. Hm. Gut. Also du kommst auf jeden Fall dahin. Ja, das heißt, ich müsste noch mal einen komplett. Oh Gott. Halt ein bisschen asymmetrisch, ist mir auch egal. Ich brauche mehr Land. Ich brauche noch mal mindestens 2. Gib mir mindestens 50. Damit bin ich jetzt zufrieden.
58. Ich glaube, ich hatte noch 9. Das war 49. Also, fast richtig geraten. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Dann hätte ich gesagt, ist das genau so. Dann machen wir das auch so. Ich muss halt noch dran denken, dass ich auf jeden Fall oben genau, dass ich oben auf jeden Fall auch noch mal eine Reihe brauche. Sonst habe ich nämlich ein Problem. Das heißt, ich brauche sogar zwei Reihen. Genau, weil ich muss ja auch noch eine Wasserzufuhr legen. Ich hätte gern über unterirdische, die wo dann auf die Seite gehen. Mist, komm jetzt genau hier raus. Okay, also machen wir jetzt erst einmal das. Das heißt, du bringst den hier hin. Du bringst den hier hin. Du bringst den hier hin. Dann bringst du jetzt den. Hier hin. Dann heißt es jetzt, dann kommst du dahin, 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 gehst nach oben, gehst nach oben und gehst auch nach oben. Ich brauche auf jeden Fall so links, rechts, 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 rechts. Mache links. Ich habe da ein Loch. Ah, ich setze mal da mal die Pumpe drin. So, 150 habe ich da noch übrig. Mach mal. Oh, Wahnsinn! Das heißt, wir haben das alles. Habe ich den vergessen? Oder habe ich da vorhin was Falsches erfunden? Man weiß es nicht. Noch was? Ja, 20. Beziehungsweise Sekunde. Ja, da ist es crasht alles durch. Mal hier rein, dass der noch mehr macht. Mehr macht. So. Kann ich den nämlich gleich umstellen? Okay. Wie viel haben wir denn? Naja, so viel werde ich nicht mehr rauskriegen, ne? Dass das 24 werden. Ah, wobei. Doch noch ein paar. Ah, sehr schön. Kann ich lachen. So, dann warte ich mal ab.
bisschen Land haben wir ja noch bekommen. Dann machen wir als erstes mal das da hinten dicht. Das heißt aber, der muss auch weg. Können wir jetzt auch machen, was ja kein Problem ist, weil wir jetzt hier herunterkommen. Okay, das heißt, ich baue jetzt nochmal 10 mal Land. Ja, das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei, das war mir schon klar. Das wird noch nicht einzeptiert, aber das machen wir alles noch. Wenn ich es jetzt erstmal provisorisch mache, aber das mache ich provisorisch wieder richtig. Aber wir haben ja gelernt, ne? 90 Grad. Dann hack er mal. Dann hoffe ich mal, dass ich jetzt noch genügend Landfläche habe. 38, ja. Super. Haben, das hier abzuschließen, jawohl. Jetzt ist die Frage, komme ich? Nee, ich komme hier nicht vorbei. So, dann kommst du jetzt erstmal weg. Ich brauche jetzt von denen da einen. Davon noch mal 20 machen und Greifarme brauche ich auch noch mal 5. So, dann ziehe ich hier auch noch einen weiter. Ja, und wie gesagt, die sind ja, das ist vor allem da, dass ich halt wenigstens ein bisschen was habe. Bisschen was hab. Ich habe noch dieses grüne Algen einstecken. Hau ich gleich mal rein. Ich mache ich gleich mal raus. Da müsste ich mir auch noch was einfallen lassen. Okay. Also momentan produzieren die mehr, als dass die rausziehen können. Da bin ich mir jetzt gerade beim Überlegen, ob ich da draus mehr Spuren mache, die wohl nach oben gehen. Also mehr Spuren. Und dann, also sozusagen, was wir in den Blaupausen beim letzten Mal hatten, dass ich sage, aus 1 werden 2, die gehen nach oben. Und dann werden wieder aus 2 1 und gehen dann wieder weiter. Dass ich halt mehr Abtransport habe. So, okay. Dann habe ich jetzt ja mein unterirdisches Rohr aus Eisen. So, jetzt ist die Frage, wie weit geht's? Das heißt, ich bräuchte noch eins. Okay, dann machen wir da nochmal eins. Raus. Und dann geht die Linie hier weiter. Ja, ist ja gut. Das war ja wohl logisch, oder? Aber machen wir gleich noch mal ein paar Rohre in der Zeit. Genügend Land müsste ich haben. So, dann kann ich die Forschungsfläschchen noch reinschmeißen. Einen Vorteil hat es auch.
brauche mir nie überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Weil, das hat man ja ab und zu mal das Problem, dass man sagt, ja, was macht man denn heute eigentlich? Ja, jetzt habe ich das andere Problem. Dass ich eigentlich sagen muss, verdammt, was mache ich? Das ist zu viel. Ach so, da wird oben einer schon entleert haben. Ich habe dich schon länger abgegeben. Willst jetzt eigentlich den Splitter hinstellen und zwei wegräumen lassen. Nicht labern. Ach. Gib mir noch eine zweite Kiste. Und nochmal fünf Bänder. So, dann habe ich hier mein Splitter. Jetzt dahin. Das ist mir genügend, ja. Aber so, dahin, dahin. Dahin, dahin. Du gehst nach oben. Du gehst nach unten. Ja, dann haben wir auf jeden Fall schon mal zwei, die abtransportieren. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das Schöne ist jetzt, ich bräuchte es eigentlich noch mehr Landfläche, damit ich den Kohleaufbau machen kann. Aber wir können ja mal gucken. Wir haben ja jetzt gerade ein bisschen noch was dazu bekommen. Wo war denn? Wo versteckst du die Kohle? Also dich weiß ich, dass ich dich auch brauche. Aber dafür müssen wir erstmal Mineralsludge aufbauen, also mit dem Crystallizer. Und Charcoal-Filter. Ja, aber da muss auch wirklich die Kohle komplett laufen. So. Bringst du noch was? Aus Charcoal und Dampf kriege ich Carbon raus. Hat 3 MJ. Der hat 4 MJ. Das ist aus Crushed Coal. Ne, da bräuchte ich. Ja, und das ist Holz. Ja, Holzproduktion haben wir noch nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nämlich auf dich da drauf gucke, wir sind jetzt mittlerweile bei. Ja, wir haben jetzt schon unter Versorgung. Okay, dann schalte ich jetzt mal dich wieder auf den da um. Dann schalte ich dich auf den da um. Und dich schalte ich auf den da um. So, jetzt haben wir schon mittlerweile 4. Das heißt aber für mich, ich kann ja noch mal bauen. Für den großen brauche ich Stein. Sehr gut, die Forschung haben wir durch. Die nächste beginne ich aber noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt noch mal einen großen davon bauen. Mache ich da noch mal Stein rein. Habe ich noch mal Stahl produziert? Nein.
nochmal zu. Danke. Ich muss auch noch mal beim nächsten Mal dann bis zum nächsten Mal rausfinden oder mir beim nächsten Mal rausfinden, wie ich jetzt dann an Zinn und an Blei rankomme. So, dann heißt es jetzt, ich stell dich ja mal auf. Dann machst du jetzt den da. Wie gesagt, Mist. Bräuchte noch mal bitte ein paar von den Dingel. Und mach mal gleich noch mal welche. Danke. Die gehen schneller weg. Ich gucken kann. So, dann brauche ich jetzt noch mal ein bisschen Stein. Dass ich jetzt noch ja, Mist, brauche 50 und da kann ich schon mal die nächsten 200 wieder reinwerfen. Also Kohle haben wir auf jeden Fall zum Anfeuern dann schon mal ein bisschen was auf Lager. Beltsorte. Der Beltsorte kostet mir jetzt aber 50. Das ist mir zu teuer. Da haben wir jetzt Warehouse. Das kostet mich auch 50. Und die... Das Refining kostet mich sogar 75. Das wäre die nächste Generation an Dampfmaschinen. Fluid Control. Dann starte ich die noch. Die wird dann bestimmt auch bis zum nächsten Mal dann durchgelaufen sein. Genau. Fluid Control. Dann haben wir nicht mehr. So, aber ich möchte gerne noch Blast Furnace bauen. Muss ich auch noch bauen, dann brauche ich nochmal 25 Steine. So, das gute Blast Furnace kommt dann hier hin. Du machst dann Eisen. Okay, dann wirst du umgestellt auf den da. Und du wirst umgestellt auf den da. Dann hole ich mir mal hier nochmal 200 Kohle. Hau die da rein. Hat ja einen Vorteil, wenn man die Dinger hat. So viel Kohle, dann kann man das mal stackweise schon mal mitnehmen. Land haben wir denn schon wieder? 103. Wie weit sind wir hier? Ja. Ja, ja. Also das wird auf jeden Fall unser Ziel für die nächste Zeit, dass wir endlich davon mehr kriegen, aber vorher brauchen wir eine vernünftige Stromproduktion. Alles andere ist... ist egal. Es wäre zwar auch schon witzig, wenn ich zum Beispiel so einen Beltsorter oder sowas machen könnte, weil dann könnte ich es ja schon mal aussortieren, dass ich die braunen zum Beispiel wo ganz anders hinfahren lasse. Als die anderen. Aber ja. Ach, ich brauche davon 5. Fehlt mir Papier? Ja. Papier hat mir gefehlt. Sehr schön. Hätten wir jetzt noch lang warten können.
mal die Kiste leer. Wahnsinn. So, das heißt jetzt aber, ich mache den Belt Sorter schon mal an. Ein bisschen was haben wir noch drin. Man wird sehen, wie viel. Sieht man das eigentlich irgendwo? Nee, ne? Er hat es geschafft. Sehr schön. Heißt, du kommst dahin. Und du kommst dann gleich dahin. Weil ich habe nämlich festgestellt, wenn man da mit Pipes arbeitet, kann es sein, dass auf einmal 0,1 verschwindet. So, dann heißt es jetzt, du gehst dahin, dahin. Und du packst. Ja, Holzkiste reicht. Das in die Holzkiste. Alles rein. Perfekt. So, das heißt, das Einzige, was jetzt. Ha, halt. Ich brauche noch einen brauche ich noch. Was bist denn du? Was ist denn der Greifarm? Okay. Ich könnte sogar einen bauen. Das heißt, ich bräuchte nicht mal die Belt-Sorter, die. Ich könnte jetzt das über die Greifarme machen lassen. Ja, wobei, nein. Nein, 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 nein. Wir wollen es nicht übertreiben. So, dann packe ich dich jetzt dann dahin. Kommst du als Kiste hin? Die Kiste wird wieder limitiert. So, dann heißt es jetzt, du kommst da mit einem rein. Und da kommt das Eisen rein. Und du kommst da rein. Und das Leck kommt da rein. Gut, dann kann ich dich da reinschmeißen und dich kann ich da reinschmeißen. Perfekt, läuft alles. So, dann haben wir hier noch gut Produktion. Ja, ich muss halt momentan dann immer kleine Drohne spielen. Das heißt, das Zeug kommt dann nach oben. Und zwar da rein. Jetzt wollte ich noch eine Sache gucken. Und zwar für die Verarbeitung von den Braunalgenverwendung. Brauchen wir Kompost. Das ist der Komposter. Okay, das heißt, ich brauche Garden Processing und den brauche ich auch noch. Das sind auch noch weitere 100. Okay. Weil, wie gesagt, das sollten wir ja vielleicht dann auch noch in Erwägung ziehen, dass wir das dann auch nochmal demnächst machen. Weil sonst habe ich ja Papier, ich glaube, bis. Ich komme dann weg, ich brauche keine Raketen mehr, ich komme dann weg mit dem Papier, stapel ich hoch und laufe nach oben. Bin ich auch im All. So, ja. Mist. Ja, die kommen nicht hinterher, aber das haben wir ja schon festgestellt, da können wir uns drücken. So, ja. Hätte gesagt, zum Feste können wir nochmal eine etwas längere Folge machen. Da ja heute, wie versprochen, ja, der
die Folge für den 26. Dezember rausgekommen ist, also sozusagen die erste Samstagsfolge. Ich kann euch die nicht immer versprechen, dass ich die auch schaffe. Aber ich probiere es. Ich probiere es auf jeden Fall. Zwei Folgen sind Pflicht. Die am Dienstag und die am Donnerstag. Und wie gesagt, wenn ich die nötige Zeit habe, dann kommt noch die Samstagsfolge auf jeden Fall jetzt noch dazu. So, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Schön gefeiert. Und dann sehen wir uns in am Dienstag wieder. Am 29. müsste das sein. Genau. 3 Tage später. Ja, dann heißt es zu mir nur noch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Für Kritiken oder Verbesserungsvorschläge schreibt es mir in die Kommentare. Für alle, die neu auf dem Channel sind, ich würde mich über ein Abo freuen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch kein neues Video verpasst. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.